Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Visem. Eine Baufolge mit Nephias. Und eine Baufolge mit Gorobei. Und wir haben niemanden gefunden, der mit uns aufnehmen wollte. Also wir haben es gefragt, aber... Ja. Wir haben ein Problem, ein technisches. Die Goldäpfel wurden verboten. Das heißt, wir können nicht mehr fliegen. Das ist ein relativ großes Problem, sag ich mal. Ja. Auch im Vergleich dazu, zu Duellen hinzukommen, finde ich, dass es ziemlich unfair ist. Ja. Aber, nun gut. Wir haben die Regeln nicht gemacht. Richtig, so. Ja, ich baue dann schon mal mein... Wir sind ja noch in einer Baufolge. Erstmal nehme ich mir hier so ein paar Trauben mit hier. So. Was mache ich denn jetzt? Erstmal spamme ich meinen Zauber. So. Machen die Magier auch immer. So. Ja, habe ich noch Stein? Ansonsten muss ich mal los Stein farmen. Wird eh mal wieder Zeit, Leute. Macht euch bald auf eine Folge. Ja, bei mir leider auch. Stein farmen. Zwei Folgen nur Farming. In einer Mine. Ich weiß aber nicht, ob ich das in der Baufolge oder in der normalen mache. Das ist das Problem. Ich glaube, ich mache es lieber in der normalen, dann kann ich alles mitnehmen. Dürfen wir das in Baufolgen machen? Ja, Stein darfst du fahren. Oh, Mann. Stein und Holz. Ich wäre fast tot gegangen gerade. Tot gegangen. Was macht der Blaze denn da hinten? Ich weiß nicht, was die machen. Sieht so aus wie die riesige Schornsteine, die er da baut. Ich bräuchte jetzt Witchwood Saplings. Müsste dafür in den Witchwood Wald ohne Fliegen auf jeden Fall. Oh Gott, ja. Ja, das ist kacke. So. Ziehen wir hier mal einen langweiligen Boden rein, damit ich hier später meinen Altar bauen kann. Mein Infusion-Altar. Das ist eigentlich der geilste Altar ist, da stinken alle anderen Altare ab. Alle? Ja, der hat einen schwebenden Kubus in der Mitte, hallo? Was Geileres gibt's nicht. Mir fallen schon ein paar geilere Sachen ein, aber... Was gemeint zu mir? Ich hab dich lieb, Nephi. Ach, ich hab noch Stein. Gut. So. Dann brauche ich meine Rainbow Saplings auch nicht mehr. Die kannst du gleich in die Tonne kloppen. Ich hab kein Eisen mehr. Ich kann mir keine Werkzeuge machen. Doch, auch Stein. Darf dürfte ich Eisen sammeln für Werkzeuge? Ja. Ich meine, wenn du die Werkzeuge gerade brauchst. Ohne eine Axt kann ich kein Holz farmen. Ja, also dann würde ich sagen, ja. Okay, Leute. Also du kannst ja theoretisch auch wirklich nur drei Eisenohr abbauen und dann wieder gehen. Ja, würde ich im Prinzip ja auch machen. Ja, also ich würde sagen, da spricht nichts gegen. Ah, hier sind Slimes. Ah, jetzt sind noch viele mehr Slimes. Slimes. Ah, Leute. Also, alle tot. Also, wenn ich fliegen könnte, würde das ja schneller gehen. Schreibt in die Kommentare bei Dalokart. Nein, schreibt es bitte nicht. Schreibt es lieber nicht, nee. So, ich habe auch gleich Eisen gefunden hier in meiner privaten. Ich finde noch einen anderen Weg, wo das Fliegen backt. Pass auf. Oh, warte mal, es ist gar nicht meine private Privatmine. Die private Ich würde jetzt. Ist das ein Eisenblock unter. Warte, wo mache ich Chunks nochmal an? F9. Hast du etwa ein anderes Grundstück hier beklaut? Nee, das liegt direkt auf der Grenze des Chunks. Na gut, dann nimm. Tut mir leid, Blaze, ich habe dir gerade zwei Eisen geklaut, wahrscheinlich. Blaze, da hat sich das die ganze Zeit so aufgehoben, so, später brauche ich dich ab. Ich glaube nicht. Das war direkt an seiner Hauskante. Aber der Chunk war da zu Ende. Da, wo das Eisen lag. Wird schon nicht so schlimm sein. Es war Eisen. Es waren jetzt keine Diamanten. Kein Stein mehr. Habe ich auch nicht über den Chunk hinausgebracht. Weißt du, wenn's jetzt, oh nein, ich habe F8 gedrückt. Drück mal F8, das ist lustig. Nee. Wenn es jetzt Diamanten gewesen wären, hätte ich gesagt, okay, gut, die baue ich vielleicht nicht ab, ne, aber... Wieso drückst du nicht F8? Das ist lustig. Nee, Fias. Ja, was passiert bei F8? Du willst das... Ja, probier's doch mal. Ich probier's doch.
Der bewegt deine Maus auch mal. Ach so, ja, stimmt. Nase. Ja, was passiert denn da? Voll am Ausrasten. Drück mal, das ist lustig. Jetzt erzähl mir doch was aus dem. Drück mal einfach, das ist witzig. Was passiert denn da? Jetzt sag, was da passiert, Mann! Ja, der Gobo hat noch Nachwirkungen von gestern. Leicht gereizt! Und dann haben wir jetzt, um nochmal richtig in die Magierwunde zu drücken, die haben halt immer noch ihren Buffer Overflow bei sich im Gebiet. Aber als wäre das nicht schon genug, sichern sie plötzlich auch mehrere Gegenstände als Die haben halt eine volle Kiste und da steht Sicherungskiste dran. Was macht ihr denn? So, aber ich sollte auch Dado hat mir gestern noch mich noch gebeten, sein Siegel wiederzugeben, weil wenn ich das jetzt benutzen würde, wäre sein Blutertal leer. Ich finde, du solltest das nochmal kurz benutzen vorher. Und er so, das erklärt, warum mein Altar immer leer war, als Agipi das hatte. Ja, das erklärt es halt wirklich. Aber ich würde es auch machen, wenn ich ein Siegel vom anderen hätte. Ja. Krass, im Hintergrund haben wir laut die Möwen im Schrein. Die Möwen. So eine Axt durfte ich mir ja bauen. Wir können ja hier mal darauf aufmerksam machen, weil die Folge ist für Sonntag. Ja, ne? Ja. Gestern ist UHC online gegangen. Stimmt. Stimmt. Das heißt, wenn ihr noch mehr Minecraft sehen wollt mit Goromir, Team Killermöwen und so, die könnt ihr da einschalten. Das kommt Dienstags, Donnerstags und Samstags, so lange bis wir rausfliegen. Um 17 Uhr bei mir. Ja, ich glaube bei mir auch. Abwechselnd mit Nier halt, weil Nier halt auch nur alle zwei Tage kommt, das hat ganz gut gepasst. Und deswegen, also da einschalten, da sind wir dabei gewesen. Und war ganz lustig und spannend. Das war schon ziemlich spannend. Ich habe mir zwischendurch halt auch mal in die Hosen gepipi. Ja, muss auch mal sein. Noch ein bisschen Stein mitnehmen hier. Ja. Ich müsste auch mal zu dem Witchwood Forest. Aber ich habe keinen Bock. Dalu joins the game. Dalu can't join the game. What's going on? What up? Läuft er jetzt wieder bei den Hexern, bei den Magiern rum, sodass wir gleich rausfliegen? Kann sein. Können wir nicht warten, bis wir fertig sind? Oder schreibt er uns jetzt was? Wir können ja immer schreiben. Hallo, ich putze hier nur und bin auf Buffer. Achso, okay. Ja, die Magier haben immer noch den Buffer Overlord, da hat Goro ja gerade gesagt. Grüß schön, wenn du ihn siehst. Achso, die geben normale Pressure Plates, das passt. Ah, oh, dass man nicht fliegen kann, ey. Können wir wenigstens auch, in den Baufolgen das fliegen? Muss er jetzt auch machen, das muss er jetzt auch machen, wenn wir da sind, weißt du? Vielleicht fliegen wir raus. Fällt mir gerade so ein. Er hat sich wahrscheinlich überlegt, wann mache ich das? Ach, guck mal, Nefi und Goro sind da. Ja, super Zeitpunkt. Die zwei, nee, die verstehen das sicher. Ich glaube, er wollte nur zeitgleich Zeugen auf dem Server haben. Ja, ich glaube auch. Keiner sagen kann. Ich meine, wir sehen jetzt nicht, was er macht, aber wir wissen halt, wann er da war. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh. Was, oh nein? Oh, wenn die Fackel fast runterfällt, ey. Wie lange nehmt ihr noch auf? Will jetzt nicht. Noch. 10 Minuten, ja, genau. So läuft keiner das hier mehr bei uns, ne? Hinter den Kulissen könnt ihr das jetzt mal sehen, wie das aussieht. Ja. Jeff Dalu rennt auf. Ich habe auch letzten Kommentar bei dir gelesen, Nefias. Wo ja einer reingeschrieben hat, warum wir das immer erwähnen müssen. Dass wir uns alle lieb haben außerhalb der Aufnahme. Ja. Das müssen wir, weil einige Leute halt wirklich denken, dass wir die anderen hassen. Alter! Alter!
Der Mystic Enderman ist der Ente, böse Bube, ey. Ist eine Ente oder was hast du gesagt? Enderman. Der Mystic Enderman. Hast du schon mal gegen einen gekämpft? Nee, darf ich einmal bei dir vorbeikommen? Nee, ich bin. Ja, ich bin nicht zu Hause. Ach nee, ich darf ja sowieso deine Sachen benutzen. Vom Tisch, ja, da darfst du dann. Ja, den Tisch brauche ich nämlich. Ey, greif nie einen Mystic Enderman an. Ich habe hier gerade voll Party. Zur Party? Der ist noch schlimmer als ein normaler Enderman. Erstmal schützt er sich mit diesem Gravel-Sandgebilde. Das baut er um sich auf. Und dann steht er da drin, oder was? Da steht er da drin, also eine Seite ist offen gewesen. Dann kriegst du 1000 Effekte auf dich drauf. Und dann verschwindet der, taucht auf einmal wieder auf und du kriegst voll einen gebarzt. Okay, Connection lost. Ich nicht. Ich sollte dann auch wieder runtergehen, sonst habe ich da wieder. Geh mal wieder drauf. Ja, ich auch. Hallo? Hallo, ich bin wieder da. Ich auch. Ich bin wieder nicht geflogen, das war jetzt wieder merkwürdig. Silk Touch hier, warte. Was kostet Silk Touch? Ich habe keinen Silk Touch. Wieso kann ich Silk Touch nicht auf meine Eisenspitzhacke machen? Weil wir nicht genug Level haben, und nicht genug Bücherregale haben, glaube ich. Bist du sicher? Ja. Kann auch sein, dass Silk Touch nur auf Dia geht. Ne, im Prinzip kannst du ja alles mit Silk Touch machen, oder? Weiß es nicht. Unbreaking 1 würde gehen. Aber ich möchte ja gerne Silk Touch haben. Oh nein. Die Kosten wären 3, glaube ich, oder 30? Ich sehe es nie. Ich habe einen Horse-Effekt. Oh nein. Nee, es geht nicht. Das geht wirklich nur auf die, ja. Kann halt sein, weiß ich nicht. Das wäre doof. Oh. Problem ist, Dia, ich habe keine Dias, also ich habe wirklich keine Dias. Das ist, ich habe verpennt, die mit Mimichai zu verdoppeln. Dalu hat mir gerade geschrieben, sorry, hat es euch auch erwischt. Ja, ist ja kein Problem. Ja, ja, habe ich auch gesagt, dass jetzt wieder geht. Man muss ja dann wirklich nur, wenn der ist, kurz runter. Und wenn die Person, die den verursacht im Grunde, nicht wieder drauf geht, ist ja alles gut. Nur man muss halt dann aussortieren, wer die Person ist. Oh, bist du der Nee, schon wieder. Alter, ich muss hier raus. Der Mystic Enderman, der will mich haben. Alter, geht der ab. Der Gravelturm explodiert sogar. Der geht voll ab. Und die Soundeffekte, wenn du gegen den kämpfst, sind auch nicht nett. Wird der jetzt mal sterben? Boah, ich hab Slowness, Weakness und Nausea. Nausea. Ich sterbe gleich, ey. Wieso darf ich keinen Goldapfel essen? Na, die Frage ist ja, ob wir in Duellen auch keine Goldäpfel, weil es. Das eine ist ja das Fliegen, das andere ist ja das Heilen. Mhm. Aber. Oh, ich hab ihn. Was hat der da gerade fallen lassen? Der hat irgendwas fallen lassen. Eine Enderperle. Nein, das war kein Ender. Das sah aus wie ein Stab, aber ich hab ihn nicht. Da liegt er. Mystic Wand. Hab ich schon mal irgendwann gehört. Ich kann damit Erze erstellen. Ich habe auf einen normalen Stein geklickt und dann kam der Eisenrohr raus und einer wurde zu Kohle. Aber der ist halt kaputt gegangen nach dreimal. Du hättest Dias machen können, Mann. Wie geil ist das denn? Es hätten Dias sein können, Ephias. Ja, hätten es. Aber ich wusste nicht, was der macht. Ist auch Eisen. Ich brauche Eisen. Enttäuscht, Ephias. Tut mir leid, aber andere nehmen in den Folgen auch mal alles mit. Auch neue Werkzeuge. Außerdem muss ich hier überall Steine abpflanzen und zwar so, dass ich hier auch noch abpflanzen. Vor allem auch ein schönes Wort für Stein. Ich werde meinen Stein auch in Zukunft abpflanzen. Anpflanzen vor allem? Nee, abpflanzen. Ach ja, Steine sammeln. Das ist für Duelle ist es auch richtig schlecht, nicht fliegen zu können, hinzukommen, weißt du? Mhm. Das ist.
Naja. Es ist kacke. Ja, es ist halt echt scheiße. Aber was willst du machen? So sind halt die Regeln und es ist halt für echt Duelle OP. Für Duelle sollten vielleicht können wir uns darauf einigen, die Spieler-Teleportationskarten gestellt werden. Du meinst vielleicht in den Kisten? Ja, in der Kiste, dass man, dass der Herausgeforderte dann eine Karte rausnehmen darf und sich dann dahin teleportiert mit der Karte. Das könnte man eventuell machen, weil sonst müsste halt hammerweit laufen, auch zu AGP. Ja, genau, müssten wir mal ansprechen, ob das geht, weil dann müsste Dalu einfach nur so ein 64er-Stack Karten da reinlegen. Und man darf sich dann wirklich auch nur eine nehmen, so wie mit den Beacons und den Blöcken halt. Was war mit dem Mystic Enderman? War der geil? Wenn, ja, kannst du ihn ja mal angreifen. Hast dann Spaß auf jeden Fall. Looter, scheiße. Scheiße, es ist Nacht, man sagt das doch. Oh Gott. Es ist Nacht, ich muss mich ja mal heilen. Ich hab den Heilzauber. Ich hatte, also das Duell gegen den Mystic Enderman war schon krasser als das Duell gegen AGP. Ey. Ja, in der Höhle ist es echt gemein gewesen. Du hast jetzt Platz gehabt hier. Ich hab draußen gehabt, ja. Er hat trotzdem zwei Gravel-Sanddinger gemacht. Und die explodieren noch. Oh nein. Ja, die haben mich eingebaut. Ja, genau. Und er baut sich auch selbst ein, wenn du Pech hast. Er ist jetzt aber tot. Ich hab den Staff gekriegt. Ja, und damit kannst du jetzt auf gebackene Steine klicken und dann wird daraus ein Erz. Vielleicht auch ein Dia? Wenn du Glück hast. Ich nehme ihn einfach mit nach Hause. Den Stab. Der hatte Teleportation, Gem. Achso, und ich habe auch irgendwo in den Kommentaren gelesen, war das bei mir oder war das bei wem anders, dass man aus Netherrack-Öfen bessere Öfen bauen kann, das wusste ich gar nicht. Weil die Netherrack-Öfen verbrauchen weniger Kohle. Wusste Goro anscheinend auch nicht. Das wusste ich auch nicht, nee. Das habe ich aber auch gelesen, es kann sein, dass es auch bei dir war, ja. Ich weiß gar nicht, ob das bei mir war. Ich habe keinen Mana mehr. Hier ist ein Zombie, der hat meinen Kopf auf. Echt? Ja. Jetzt habe ich Goro Boys Head. Hat der dich mal getötet? Ich bin noch nie gestorben. Ich auch nicht eigentlich. Das ist ja witzig. Ich hab Goro Boys Head gekriegt jetzt. Ja, ist so geil. Kannst du mir geben, dann kann ich als Goro bei rumlaufen. Du kannst das auch an dein Haus bappen. Nee, was soll ich denn mit deinem Kopf an meinem Haus? Was schön ist. Oh nein. Scheiße. Nein, ich hab grad einen Stein gesetzt, der nicht gesetzt ist. Da gibt's ja Aum. Aum? Meins! Bei dir oder was? In der Farm? Nein. In der Wildnis? Ja. Das ist ja krass. Bring mir ein Schild. Shigu, ich war schon hier. Oh, da hinten ist noch mehr Aum. Was ist denn da los, ey? Was ist da los? Drei Stück sogar hier. Zack, zack, alles meins. Sortiere jetzt mal meine Kiste. Die letzten 30 Sekunden. Leute, was ist denn hier los? Alles nur auf Holzsuche, ey. Die Frage ist, machen wir, wenn wir normale Folgen machen, machen wir wieder mehr mit Zauberei oder baue ich mein Dings weiter, mein Haus? So, dass es ein bisschen schicker aussieht alles. Alarm, Alarm! Alarm, Alarm. Ja. Okay. Das war's dann auch schon wieder mit der langweiligen Baufolge. Ja, vielen Dank für dieses Mal auf jeden Fall und schaltet bei Nefias ein, wenn ihr bei mir seid und schaltet bei mir ein, wenn ihr bei Nefias seid. Und bei allen anderen natürlich auch. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.